gehen Sie nicht ran. Muss ich jetzt Angst vor Ihnen haben? Könnten Sie vielleicht mit mir reden? Und mir endlich erklären, was hier vor sich ist? Ich werde Ihnen alles erklären. Bitte ziehen Sie sich an. Ich werde Ihnen nichts tun. Bitte. Im Grunde geht es hier um den Aktienkurs Ihres Unternehmens. Mein Auftraggeber möchte gern in größerem Umfang investieren und in diesem Zusammenhang gemeinsam mit einem Partner Ihre Firma übernehmen. Ich bin sicher, ich muss Ihnen nicht sagen, wer dieser Partner ist. Es ist Walter, nicht? Und die schnellste Methode ist natürlich, Ihren Aktienkurs in den Keller zu drücken. Da Ihre technischen Innovationen nun mal der Grund dafür sind, dass der Kurs so hoch ist, wäre der beste Weg natürlich, dafür zu sorgen, dass aus Ihrem Kopf keine weiteren Ideen mehr kommen. Indem man eine Kugel reinschießt. Scheiße. Hier wird bald der Teufel los sein und wir sollten besser verschwinden. Jetzt. Mr. Taylor. Wo gehen wir hin? Ich meine, es sieht nicht so aus, als ob Ihr Kollege bald wieder aufsteht. Glauben Sie mir, über meinen Kollegen mache ich mir am wenigsten Sorgen. Warum machen Sie sich so große Sorgen um meine Sicherheit? Das ist mein Auftrag. Wieso? Mr. Taylor, zwielichtige Dinge gehören zu meinem Beruf. Aber ich tue sie für zwielichtige Personen. Was die Sache einfacher macht. In Ihrem Fall lag die Sache etwas anders. Ihre Tötung empfand ich als unangemessen. Und glauben Sie mir, es ging hier nicht nur um Gewissensbisse. Ohne Ihre Gewissensbisse wäre ich wohl nicht mehr am Leben. Nun, mein Gewissen ist sicher kein ausreichender Grund, meinen Job nicht zu beenden. Es gab noch andere gute Gründe. Geld nehme ich an. Sie warten hier. Allison ist hier. Allison. Ruhig, kommen Sie her. Was haben Sie mit ihr gemacht? Sie ist in Sicherheit. Mr. Taylor, es geht ihr gut. Vertrauen Sie mir, wir müssen hier weg. Los jetzt. Gehen Sie langsamer. Also, wie viel Geld wollen Sie? Ich bin bereits bezahlt worden. Sie direkt anzusprechen, wäre keine gute Idee gewesen. Sie hätten es fertiggebracht, zur Polizei zu gehen. Also bin ich schließlich auf Ihre Frau gekommen. Sie waren bei Becky? Ja. Und wir haben uns auf das hier geeinigt. Auf das hier geeinigt? Ja. Moment mal, Moment. Sie meinen, sie gibt Ihnen mein Geld, um sich dann in einem Motel mit einem Typen namens Allen zu vergnügen? Mr. Taylor, beruhigen Sie sich. Der originale Plan war, sie umzubringen. Plan B wurde als Alternative entwickelt und beinhaltete ein Zerwürfnis zwischen Ihnen und Ihrer Frau. Das würde ebenfalls den Aktienpreis drücken, wenn auch nicht ganz so schnell. Solange Ihre Frau den Plan nicht durchschauen würde, gäbe es keinen Grund, sie zu beseitigen. Sie willigte ein, das Spiel auch den Auftraggebern gegenüber mitzuspielen und sich als korrupt zu verkaufen. Sie würde alles tun, um sie nicht zu verlieren. Ich hoffe, Sie verstehen, was das bedeutete. Wir müssen weiter. Vor nicht ganz einer Stunde wurde dann beschlossen, doch Plan A weiter zu verfolgen. Glücklicherweise haben Ihre Frau und ich für diesen Fall vorgesorgt. Bringen Sie mich bitte zu ihr. Genau das habe ich vor. Ich habe mehrmals versucht, Sie zu erreichen. Wenn Sie also noch eine andere Nummer haben. Ich muss gehen. Oh, warte mal. Gibt's keinen Abschied? Hör auf damit.